Guten Tag, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together Warframe mit Schnorri und Huber. Tag. Hallo. Hallo. So, zur Aufwärmrunde spielen wir eine kleine Ausgrabungsmission, damit wir Hubers kleinen Lümmel mal finden. Was? Was? Wo war denn das? Bei der Venus. Die ist bei mir gesperrt. Wie ist es bei dir gesperrt? Bei dir nicht? Nö, weiß ich nicht. Weil ich die nicht freigespielt habe. Lol, ich hab okay. Nur bis Vespa daneben. Ach, du bist ein Depp. Gut. Na, hast du die frei, dann ja, kannst du auch starten. Aber wenn ich hoste, dann ist doch... Na gut. Mir ist egal, der sucht doch glaube ich aus. Alarmierung. Und? Go! Das klappt wirklich. Hat er die nicht frei gespielt? Das ist ja eine Frechheit. Ja. Naja, am Anfang sollte man nicht jeden Planeten komplett freispielen, also mindestens eine Mission da lassen. Warum? Weil sonst gibt's dort diese Totenkopf-Mission. Ja und? Wenn du den Planeten komplett freispielt hast. Ja, es kannst du Pech haben, dass das genau dann auf dem Planeten ist, wo gerade eine Alarmierung kommt. Wo du Geld brauchst oder so. Und was ist eine Totenkopf-Mission? Na, wie das Halloween-Special, wo du halt ach, dann du Scheiße. Hast du wenig HP und hast kein Dings solls hier. Aber ich müsste mal endlich einen Planeten komplett freispielen, damit ich mein komisches Ding einsetzen kann. Dein komisches Ding? Ja. Der mir Rohstoffe vom Planeten raussaugt. Extraktor. So. Ach, den kann man nur, wenn man komplett freispielt? Ja. Hinsen? Richtig. Das ist ja frech. Oh, ich sehe Tote. Oh, das spielt sich jetzt so richtig geil gerade, ey. Wieso, weil du wieder auf Drogen bist? Gar nicht aufnehmen. Was? Weil du wieder auf Drogen bist? Nee. Ach so, durch deine neue Festplatte. Ja, ja. Ich glaube, wir hätten hier vorne noch gar nicht mitnehmen brauchen. Was nicht mitnehmen? Na, diese Dinger. Mache ich aber immer. Du läufst doch wieder einfach weiter, hin. Ja. Naja, damit ich wieder normal schießen kann. Ach so, hattest du auch schon einen dabei. Ja, ja, das war. Ja, weil da, wo du jetzt schießt, da kommen die ja immer wieder. Na, hier von hinten hoch. Ja. Nimmst du die von hinten? Ich nehme die von. Die sind ja schon viele. Mhm. Hier ist dann noch eine Mod irgendwo. Irgendwo ist gut. Oh, verdammt, da sind welche in unserem Ding. Oh, hier kommen ja richtig viele mit diesen Dingern. Ja, hol mal welche. Da kommen aber auch genauso viele Gegner. Oh, das Ding, der Bagger ist fast kaputt. Ja, deswegen sei ja. Die sind von unten auch noch gekommen. Ein bisschen aufgeräumt. Ist ja gleich durch, ne? Mhm. Ja, die Stelle hier fällt mir auch nicht, die ist so offen. Excavation complete. Look what you found. Mal einsammeln. Aber hier gibt es nur richtig schön viele Rohstoffe. Wollen wir mal runter? Ich gehe schon. Ich hoffe, die kommen hier nicht. Die kommen hier auch von der Seite. Ach, da hinten oben ist auch noch einer.
Hä, wo ist denn der hier? Na komm. Kommt gar nicht. Also bei mir ist nichts raus. Nee, bei mir auch nicht. Ein schlechtes Zeichen, bestimmt ist gleich die Verbindung wieder im Arsch. Da ist er. Komm, verteidigt. Ich komm ja schon, wird mal cool. Kannst doch dein Ulti machen, dann schießen die ganze Zeit auf dich, ja? Echt jetzt? Absorbierst du die ganze Zeit das Damage. Ach so. Das ist ja doof. Ja, und wenn sie desto näher sie kommen, dann machst du irgendwann richtig Damage. Ach, das ist das Ding, okay. Ja. Ja. War ein bisschen Ruhe zum Ausruhen. Ich hab mich immer gewundert, was das sein soll. Weil manchmal stemmen die gar nicht. Ja, die Range ist glaube ich nicht so weit. Und das geht aber nur so lange, wie du und die Ene, da kannst du doch Gegner übernehmen oder so, ne? Ja, die erste. Da musst du hier dieser kleinen Kräuter um. Diese Fliegedinger. Hält aber nicht sonderlich lang. Und wie lange geht jetzt meine mein Ulti? Wie lange geht jetzt mein Ulti? Ja, so lange wie du Energie hast. Ach so. Glaube ich. So. Hä? Der zeigt mir gleich. Ist das oben oder unten? Oben, hätte ich gesagt. Nee, hä? Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Runtergesprungen. Das war kein Fall, nee. Ach, hier hinten. Das Ding ist schon wieder nicht da. Vielleicht dauert das. Aber der Sound und die Druckwelle kam ja schon. Jetzt. Nee, doch nicht. Doch, ist da jetzt. Protect the unit while it extracts the artifact. An artifact has been located. Proceed to the dig site. Und danach müssen wir wieder in die andere Richtung laufen. Oh, da sind ein paar an unserem Ding. Von wo kamen die denn da hochgelaufen? Von der Seite irgendwo. Geht's noch gut? Ja, alles gut. Aber wir brauchen auf jeden Fall nachher irgendwie, wo es nicht so offen ist. Ja, wir müssen doch sowieso nur noch zwei Dinger dann beschützen. Ach so, hier geht's ja, kriegt man ja nicht pro irgendwas, sondern nur die Euros dann, ja. Was, die Euros? Das ist ja die Dollar da. Kryotik. Müssen wir nochmal nachpacken? Nee, reicht eigentlich, ja. Sollte reichen, ne? Ey, da ballert was. Ja, hier ballert überall was. Nee, auf unser Dings da hat die ballert. Eben hatten wir nichts gekriegt. Ne? Gab's nicht immer und die bei einer bestimmten Anzahl? Ja, aber ich glaube nicht bei Alarmierung. Hier geht's ja nach unten, der ganze Scheiß. Ach stimmt, ja. Dann kriegen wir nur die Euros hin. Die Credits. Die Euros. Weil hier noch Rohstoffe einsammeln. Da hat's Boom gemacht. Ich
Stirbst du schon? Nö. Was willst du denn? Ich bin Pro-Gamer. Ja, weil du doch so rumholst, weil du nur Level. Ja, ich muss mich auch mal wieder verstecken. Wie, du versteckst dich? Ne, hinter einer Wand oder so, damit mein Schild wieder sich generiert. Ich glaube, jetzt kommt ein bisschen bessere Position. Was ist hier? Ich habe ja sogar den Hausmeister mit. Den Hausmeister? Der ist nochmal Erfahrung. Ja, der macht rote Spinde auf. Lol. Ja, siehst du, der ist jetzt auch auf R. Hier unten liegt doch nochmal Erfahrung. Hausmeister. Ne, passt doch. Der Hausmeister macht die Spinde auf. Ich wäre eher dafür, erst den unten zu nehmen. Zu spät. Hoch. Excavator is ready to go. Keep it powered. Sind nur noch die Gegner. Also hier kommen jetzt wieder kaum welche. Na, da von hinten. Oh ja. Hast du schon so ein Fliegeding übernommen? Denn? Nein. Oh, von hinten kommen auch welche. Wo sind die denn alle her? Denkst du einmal, du hast Ruhe, dann kommen die hier alle von hinten. Und von hinten magst du es ja gar nicht. Nee. Der Frechheit ist das. Was denn da für eine Blase bei dir? Ach, wieder so inner. Fähigkeitenverhinderer, glaube ich. Hat ein Fähigkeitenverhinderer? Wenn die in der Nähe sind, kannst du deine Fähigkeit nicht einsetzen. Ach so. Nein, die Ochsenbrunner. Bleib heile. Will dich doch töten. Was machst du denn hier? Oder? Alles voll. Ja, ich hab mich um die Oxygen-Drohne. Ja. Oh, ich wär schon fast... Nein, ich hab das nächste Ding aktiviert. Dreck. Ich war doch noch nicht mal drinne. Verdammte Scheiße. Ja, der ist ja schon fertig hier. Hast du gut gemacht. Dreck. Schild weg. Dann mach doch deinen Ulti einfach. Ah, cool. Jetzt habe ich mal meine dritte Fähigkeit ausprobiert. Aber du hast doch noch eine Fähigkeit, wo du alle übernimmst oder Chaos machst, wo die sich gegenseitig angreifen. Hä? Das ist nicht deine dritte? Die dritte war eben, dass ich zwei Geistererscheinungen hatte hier. Ach so, vielleicht haben sie wieder abgeändert. Weil das war so mit auf der stärkste Spell. Chaos heißt der oder so. Die erste, da kann ich einen umpolen. Die zweite weiß ich nicht genau, was die gemacht hat. Mein Schild hier drunter. Von dir habt ihr. Cool. Von der Dings sollte es reichen, aber. Oh, unten schießen ziemlich viele. Ich bring Schild. Jetzt können wir das aber auch noch weiterspielen. Ja, aber bringt ja nur schon, wenn du was bekommst. Wir werden schon ziemlich stark jetzt, oder? Etwas. So, jetzt kommen wir zum Ziel. Ich glaube, der macht hier keinen Energie. Dingsverhinderer, oder? Ich hab eigentlich... Fähigkeitenverhinderer, das ist einfach nur sein Schutzschild, sozusagen. Wozu zwei verschiedene? Dafür haben sie doch eigentlich den Eistypen. Jetzt müssen wir hier hinten wieder zurück. Ich glaube, der Eistyp macht nochmal was anderes.
Ja, Mutti, ich komme. Oh Gott. Hab, ach, siehste? Nee, doch, du Wächter habe ich noch, oder? Hat ein Wächter? Ja, hast du. Raucht deiner so, oder war das meiner? Meiner raucht. Meiner bestimmt auch. Mina muss ja auch noch hochleveln. Oh, hier gibt's Energy-Kugeln. HP-Kugeln. So, dadurch, dass wir jetzt ja auch nichts kriegen, wenn wir da so eine Runde schaffen, lohnt sich das ja hier auch gar nicht, das weiterzumachen, ja? Richtig. Hier hinten werden auch noch überall so eine Ausgrabungsdinger kommen. Juhu! Du eine Prinzessin! Schnauze! So, und alles nur für Credits. Ja! Spitze, bedanke mich! Spitze, bedanke mich! Ciao! Tschüss!